Es geht in eine neue Runde mit den Reads. Ich stelle euch heute nämlich 6 Shopping-Reads vor, damit wir die Branche so ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe ja im letzten Video erst über Tanger Factory Outlet Centers gesprochen. Das ist auch ein Shopping-Read. Habe aber auch in dem Video schon gesagt, dass ich vermute, dass das vielleicht nicht der allerbeste Shopping-Read ist zurzeit, auch wenn er unterbewertet ist. Es gibt noch ein paar andere und deswegen schauen wir uns heute mal auch diese anderen an. Für alle, die noch gar nicht so genau wissen, was REITs überhaupt sind, das sind Real Estate Investment Trusts, und Shopping Center REITs sind Immobilienaktien, die solche Immobilien für Shopping Center erstens mal bauen oder kaufen, verwalten und eben die Ladenflächen vermieten. Also es handelt sich um ein Immobilieninvestment, und jetzt ist es natürlich schon für manche schwer genug, in Immobilien zu investieren. Die sind an sich sehr, sehr teuer. Deswegen ist es natürlich eine attraktive Möglichkeit, so auch in Immobilien zu investieren. Viel schwieriger ist es aber natürlich noch für den Normalsterblichen in sowas wie Shopping Center oder Outlet Center oder was weiß ich, in Fitnesscenter oder Kinoimmobilien zu investieren. Und genau deshalb sind eben diese REITs so interessant. Nun sind jetzt diese Shoppingcenter-REITs eine Branche, an die der Markt zurzeit nicht wirklich glaubt. Der Markt glaubt eher an solche Tech-Werte wie Amazon, dass die Welt erobern, geht also davon aus, dass die Leute in Zukunft eher zu Hause bleiben, sich zu Hause die Sachen bestellen und sie dort geliefert bekommen und weniger noch zum Shoppen rausgehen. Jetzt schlafen natürlich aber die Betreiber der Shopping-Center nicht und versuchen mit allen möglichen Mitteln das Shopping-Erlebnis attraktiver zu gestalten, um die Leute eben aus ihren Häusern rauszulocken. Und deshalb sieht es bei den meisten Shopping-REITs eigentlich gar nicht so schlecht aus, wie das die Kurse vielleicht vermuten mögen, denn im Schnitt oder bei den meisten steigen eigentlich die Gewinne und die Umsätze. Diese REITs spezialisieren sich meistens nicht nur auf eine Immobilienart, sondern haben mehrere dieser Immobilienarten im Portfolio. Heißt also, sie haben nicht nur Shopping oder vielleicht auch Supermärkte, sondern eben auch Sachen wie Kinos, Fitnessstudios oder Dienstleistungen wie Autovermietungen zum Beispiel. Das ist ein ganz bunt gemixtes Portfolio bei den meisten. Also für alle, die langfristig investieren und tatsächlich daran glauben, dass die Leute auch in 30 Jahren noch ihren Hintern aus der Wohnung rausbewegen, um einkaufen zu gehen, könnte das tatsächlich eine interessante Branche sein, um jetzt einzusteigen. 5 dieser 6 Shopping-REITs, die ich euch gleich vorstellen werde, halten die Analysten für im Schnitt 13% unterbewertet im Moment, mit Ausnahme von Realty Income. Das ist wahrscheinlich jedem ein Begriff, und irgendwie haben sie es geschafft, am Markt oder an der Börse so beliebt zu sein, dass sie eigentlich immer überbewertet sind. Realty Income ist halt auch irgendwie so das Aushängeschild für Shopping-REITs oder REITs überhaupt. Sie haben sich auch einen extrem guten Namen gemacht, natürlich mit ihrer Dividendenphilosophie, einfach jeden Monat eine Dividende rauszuhauen. Die heißen auch The Monthly Dividend Company. Vielleicht ganz kurz, bevor es gleich losgeht mit der Vorstellung, wollte ich nochmal auf ein paar Vorteile dieser Shopping-REITs eingehen. Einfach, was mir während der Recherche aufgefallen ist. Und ein wichtiger Punkt, der mir bei allen aufgefallen ist, dass sie extrem gut durch die Wirtschaftskrise 2008 gekommen sind. Also wenige haben Einbrüche und wenige oder nur einer hat wirklich einen sehr großen Einbruch. Bei den ganzen anderen wird es sehr gut abgefedert, und sie konnten in dieser Zeit sogar die Dividende auch noch erhöhen. Und nicht nur die Dividende, sondern zu großen Teilen auch einfach die Funds from Operations, also sozusagen der bessere Gewinn von REITs. Und ich vermute tatsächlich, dass es einfach damit zusammenhängt, dass wir uns hier in einer Branche bewegen, die durch Miete eben ihr Geld verdient. Also wir haben hier Mietverträge, die teilweise eben auch über mehrere Jahre gehen, und da kannst du eben nicht einfach mal so kündigen, oder auch weiß jetzt natürlich jemand, der sich da einmietet als Geschäft, dass so eine Wirtschaftskrise oder eine Finanzkrise normalerweise auch irgendwann vorbeigeht. Das heißt, die werden nicht alle reihenweise ihre Läden, ihre Mietverträge kündigen. Natürlich, wenn es nötig ist, dann tun sie das. Es geht ja auch teilweise ein bisschen runter, aber im Schnitt, wie man sieht, behalten doch tatsächlich viele ihre Läden und versuchen, diese Krisen auszustehen. Und das bedeutet natürlich dann für diese REITs, dass ja die Mietverträge weitergehen, dass die Mieteinnahmen weiter fließen, und dass man dann mit dieser Branche eben ja sehr, sehr safe, also was die Dividenden zumindest angeht, durch so eine Krise durchkommt. Übrigens ist mir aufgefallen, dass Amazon, also das Unternehmen, vor dem gerade alle so mega Angst haben in dem Bereich, dass auch Amazon mit Whole Foods auf REITs zurückgreift,
um sich diese Immobilien zu mieten. Dann ein weiterer Punkt ist, dass wir immer noch eine sehr, sehr gute Auslastung haben. Also die meisten Läden sind tatsächlich vermietet, jetzt bei den Vorgestellten zwischen 95% und 99%. Also insgesamt kann es der Retail-Branche gar nicht so extrem schlecht gehen. Sonst wären ja diese ganzen Läden nicht vermietet. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass sich die großen Mieter oftmals überschneiden, also über die REITs hinweg. Wir haben verschiedene REITs, die manchmal in verschiedenen Gegenden tätig sind und in verschiedenen Gegenden die Immobilien besitzen. Aber die großen, so jemand wie Whole Foods, CVS, Walmart, LA Fitness, Home Depot, Target, Walmart und Kroger zum Beispiel, die lassen sich doch bei vielen verschiedenen dieser REITs helfen. So, los geht's. 6 Shopping-REITs, die ich euch jetzt vorstelle. Ich habe sie sortiert nach Marktkapitalisierung. Das heißt, der größte kommt zuerst, der kleinste zuletzt. Und ich habe tatsächlich viel Info für euch rausgesucht und nicht nur irgendwelche Screener abgeschrieben. Natürlich auch zu einem großen Teil. Aber oft habe ich auch tatsächlich mal in Geschäftsberichte reingeguckt, um vor allem sowas wie die Auslastung zu finden. Oder auch bei Dividenden muss man manchmal etwas genauer hinschauen. Wenn es euch gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben gerne da. Da freue ich mich. Los geht's mit der Simon Property Group Inc. Das ist der größte Shopping-Mall-Betreiber in den USA und er hat auch 20% Anteile am französischen Konzern Klépierre S.A. Und das ist der zweitgrößte Betreiber von Einkaufszentren in Europa. Der Preis an der Börse aktuell 144 US-Dollar und die Marktkapitalisierung 44,4 Milliarden US-Dollar. Das ist schon eine richtig große Hausnummer für einen REIT. Dividendenrendite 5,7%. Dividendensteigerung in den letzten Jahren 13,7% pro Jahr. Wir hatten eine Kürzung in 2008 um circa ein Drittel, aber seitdem ging es wieder steil bergauf. Die Ausschüttungsquote auf den FFO sind moderate 69%. Das ist für einen REIT nicht sehr viel und die Dividendensteigerung ist intakt seit 9 Jahren eben erst, weil wir tatsächlich in der letzten Finanzkrise einen Einschnitt hinnehmen mussten hier. Die Dividende ging runter von 3,60 Dollar auf 2,60 Dollar. Das sind minus 28%. Im Proxy 2019 Statement habe ich eine Auslastung von 95,9% gefunden. Und ich finde den REIT tatsächlich interessant, einfach weil es diese internationale Aufstellung gibt, die man sonst bei wenigeren findet oder die mir bei wenigeren über den Weg gelaufen sind. Ja, also wir sind hier beteiligt an US-amerikanischen Malls, aber auch natürlich über dieses französische Unternehmen an europäischen Malls. Halten wir fest, bei Simon Property sind wir eben nicht so sehr diversifiziert, was die Immobilienarten angeht, aber dafür mehr über die Länder. Simon kannte ich zum Beispiel auch nicht vor diesem Video. Also ich kenne wirklich nicht alles, Leute. Ich kenne nicht alles. Der zweitgrößte Shopping-REIT ist einer, den jeder kennt, jeder in der Finanzcommunity kennt, Realty Income. Was haben wir hier an Mietern bei Realty Income? Und es ist eine sehr diversifizierte Sache. Wir haben hier zum Beispiel Mieter wie Walgreens, FedEx, AMC Theaters, das sind Kinos, Walmart, CVS, Home Depot, Kroger. Dann haben wir noch eine ganze Reihe, mehrere verschiedene Kinos und auch mehrere verschiedene Fitnessclubs. Restaurants, Transportation Services, das nehme ich einfach mal an, sind irgendwie solche Mietwagenstationen vielleicht. Und sie haben auch Supermärkte am Start. Der Preis an der Börse aktuell 73 US-Dollar. Marktkapitalisierung 24 Milliarden US-Dollar, ist also etwas mehr als halb so groß wie Simon. Dann haben wir die Dividendenrendite bei 3,7%, eine Dividendensteigerung über die letzten 10 Jahre im Schnitt von 5,2% pro Jahr. Wir sind über die Finanzkrise von 2008 ohne eine Dividendenkürzung gekommen. Sehr, sehr schön für Dividendeninvestoren natürlich. Eine Ausschüttungsquote auf den FFO von 83% haben wir hier. Ist schon ein bisschen höher, aber trotzdem, ja, normal. Wir sind halt bei REITs, sind wir immer grundsätzlich mit höheren Ausschüttungsquoten unterwegs. Das hat mit den Steuervorteilen zu tun, weshalb sie sich ja auch für diese REIT-Struktur überhaupt entschieden haben.
Bei REITs zahlt eben nur der Aktionär per Dividende dann letztendlich. Die Dividende steigt hier durchgehend seit 23 Jahren und wir haben eine Auslastung von 98,6% laut dem 2019 Proxy Statement. Dann haben wir Regency als nächstes. Regency Centers Corp. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Was anderes macht eigentlich keinen Sinn. Kunden haben wir hier wieder ein paar der alten Verdächtigen, nämlich Kroger, Whole Foods, LA Fitness Sports Club, Starbucks, Wells Fargo Bank. Also wir haben hier auch Banken im Portfolio. Walgreens, die Bank of America und JP Morgan Chase. Also schon mal drei verschiedene Banken. Wenn man also in Bankenimmobilien auch investiert sein möchte, dann investiert man in Regency. Der Preis an der Börse gerade 62 US-Dollar und die Marktkapitalisierung 10,4 Milliarden US-Dollar. Dividendenrendite auch 3,7%. Dividendensteigerung in den letzten 4 Jahren 1,2%, also nicht jetzt so die krasse Dividendenrakete. Ausschüttung auf den FFO 61%. Die Dividende steigt nicht seit 7 Jahren, sondern wurde seit 7 Jahren nicht gesenkt. Wir hatten nämlich einen starken Dip 2008. Es wurde die Dividende gesenkt von 2,90 Dollar auf 1,85 Dollar. Und dann wurde dieser 1,85 Dollar einige Jahre weitergezahlt. Und erst seit kurzem, sozusagen jetzt seit 4 Jahren, geht es dann wieder bergauf. Langsam. Langsam und vorsichtig. Bei Regency. Auslastung aber immerhin 96%. Jetzt kommt ein, finde ich, auch sehr interessanter Shopping-REIT und zwar heißt er Federal Realty Investment Trust. Kunden haben wir hier auch schon sehr spannende am Start. Wir haben hier zum Beispiel mal H&M, Marshalls, Banana Republic, verschiedenste Restaurants, TJ Maxx, ja, in Amerika kennt man es unter TJ Maxx, das ist hier in Europa das TK Maxx, verkaufen günstige Klamotten und günstige Einrichtungen, also für Raumgestaltung, Einrichtung zu Hause und bestechen wahrscheinlich einfach durch diese günstigen Preise. Also TJ Maxx ist auch so eine Aktie, die schießt gerade mega durch die Decke. Kann man sich auch mal theoretisch anschauen, aber jetzt erstmal hier bei Federal Realty Investment Trust geht's weiter. Wir haben noch ein paar mehr Kunden, nämlich Stop & Shop, Gap, Staples, Nike und einen alten Bekannten aus Deutschland habe ich entdeckt, nämlich Aldi. Ja, Aldi ist nach Amerika expandiert. Ich habe das zwar schon auch mitbekommen, aber interessant natürlich, dass man auch nochmal an Aldi mitverdienen kann, wenn man in diesen Federal Realty Investment Trust investiert. Ja. Dann haben wir noch viele verschiedene Restaurants, Fitnessstudios und Kinos mit dabei. Ich finde, es ist eine sehr, sehr bunte Mischung hier bei Federal Realty, beim Federal Realty Investment Trust. Der Preis 126 US-Dollar, Marktkapitalisierung 9,5 Milliarden US-Dollar, Dividendenrendite 3,3%, Dividendensteigerung in den letzten 10 Jahren im Schnitt 5% pro Jahr. Und auch hier sind wir ohne Kürzung durch die Finanzkrise von 2008 gekommen. Sehr, sehr cool. Ausschüttung auf den FFO von 65% und die Dividende steigt seit 52 Jahren. Es ist ein Dividendenkönig. Ist schon wirklich sehr, sehr lange erfolgreich am Markt und kann wahrscheinlich auch einige Erfahrungen vorweisen. Habe ich schon die Auslastung gesagt? 94,6%. Platz Nummer 5, Kimco. Kimco Realty Corp. Und auch hier haben wir unter den Kunden wieder die großen Verdächtigen. Der größte Kunde ist hier TJX Companies mit einem Anteil von 3,8%. Also TJX, das ist auch TJ Maxx. Der Preis 20 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung 8,2 Milliarden US-Dollar. Dann Dividendenrendite 5,7%. Dividendensteigerung in den letzten 10 Jahren durchschnittlich 6%. Ausschüttung auf den FFO 77% und die Dividende steigt seit 0 Jahren, wurde aber nicht gesenkt seit 9 Jahren. Also Kimco geht es hier von all den vorgestellten Shopping-REITs nicht am allerbesten. Die Auslastung 96,4% laut dem Bericht des dritten Quartals 2019 und laut dem freuen sie sich auch über ein All-Time-High bei der Auslastung. Das heißt, die Auslastung war noch nie höher als das.
2008 hat Kimco ordentlich eingesteckt. Dividende wurde auch gekürzt. Volles Programm hier. Und Kimco ist sich eben wahrscheinlich immer noch so ein bisschen am Erholen. Zu guter Letzt die Tanger Factory Outlet Centers Inc., um den ganz vollständigen Namen zu nennen. Mein letztes Video handelt komplett von Tanger. Das heißt, wenn es dich interessiert, dann klick auf jeden Fall hier oben. Da kannst du dir die komplette Analyse dazu anschauen, was ich da so zu sagen hatte. Hier einmal nur noch diese kurze Zusammenfassung, die wir von den vorherigen auch schon gerade kennen. Und fangen wir mit den Kunden an. Hier haben wir die Besonderheit, dass wir keine Mittelsmänner drin haben, sondern wir haben wirklich nur die Eigenmarken, also die Urmarken sozusagen, da drin. Und da haben wir zum Beispiel Gap, Adidas, Nike, Calvin Klein, Hugo Boss, Under Armour, Polo, Ralph Lauren oder auch Tommy Hilfiger. Die Besonderheit hier bei Tanger ist, wie der Name auch schon sagt, dass es sich um Outlet Center heißt. Das heißt, die Leute fahren dahin tatsächlich, um Schnäppchen zu bekommen bei diesen Marken. Der Preis an der Börse aktuell um die 16 US-Dollar. Es ist aber in den letzten Tagen tatsächlich ein bisschen Bewegung in den Wert reingekommen. Der Kurs ist so um die 12%, teilweise glaube ich, nach oben geschnellt. Marktkapitalisierung, es ist der kleinste der vorgestellten REITs. Marktkapitalisierung süße 1,5 Milliarden US-Dollar. Dafür haben wir aber, weil es eben auch der Wert ist, der zurzeit am meisten nach unten geprügelt wird, weil wir hier auch viele Shortseller haben, tatsächlich auf diesem Wert, also viele Aktien, die ausgeliehen werden, um sie leer zu verkaufen. Das sind ungefähr 50% zurzeit, also ein großes Interesse daran, dieses Unternehmen im Börsenwert nach unten zu prügeln. Genau deswegen haben wir eben auch eine sehr hohe Dividendenrendite von aktuell um die 8,9%. Bei meinem letzten Video waren es noch 10. Jetzt durch diesen Preisanstieg ist eben auch die Dividendenrendite etwas nach unten gegangen. Ganz normaler Vorgang leider. Dividendensteigerung in den letzten 10 Jahren durchschnittlich 7%. Und die Ausschüttung auf den FFO 63%. Also total im Rahmen auch. Es ist noch genug Sicherheit da zwischen der Dividendenausschüttung und dem FFO. Da muss noch einiges schief gehen, dass wirklich die Dividende dann in Gefahr gerät, meiner Meinung nach, bei diesem Wert. Die Dividende steigt seit 26 Jahren, ist also ein Dividendenaristokrat und kennt sich auch ganz gut in der Branche aus. Auslastung habe ich gefunden im Q3-Bericht 2019 von 95,9%. Welche sind jetzt für mich die attraktivsten von den vorgestellten? Und ich habe mich jetzt noch nicht festgelegt, wo und was ich da tatsächlich kaufe, aber um einfach mal so eine Einschätzung zu geben, anhand der Zahlen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, finde ich Simon Property Group Inc. Sehr, sehr cool. Einfach auch deshalb, weil wir USA abgedeckt haben, aber natürlich auch ein Teil Europa. Und ich vermute, dass im Laufe der Zeit wahrscheinlich diese Abdeckung eben noch weiter steigen könnte. Und vom Preis her scheint da auch noch Luft nach oben zu sein. Dann auch noch interessant finde ich diesen Federal Realty Investment Trust. Einfach weil er, ja, ganz anders als Simon eben nicht konzentriert ist auf nur Shopping Malls, sondern weil sein Angebot sich auf so viele verschiedene Immobilienarten erstreckt und das einfach so eine bunte Mischung ist, dass das auch schon wieder attraktiv ist. Und natürlich diese 52 Jahre Dividendengeschichte. Und beim Aldi in den USA mitverdienen. Das geht auch über den Federal Realty Investment Trust. Also ich habe mich da noch nicht festgelegt, in was ich investiere. Ich finde es eine sehr interessante Branche und ich könnte mir vorstellen, wirklich in naher Zukunft irgendeines dieser Titel noch in mein Portfolio zu legen. Aber für dich ist das hier natürlich keine Anlageberatung. Das heißt, wenn du eines dieser Unternehmen auch interessant findest, dann check es auf jeden Fall nochmal ab und schau dir alles ganz genau an, um sicherzugehen, dass ich hier nicht irgendwelchen Blödsinn erzähle. Ich hoffe, ich habe keinen wichtigen Shopping-Read hier vergessen. Wenn dir einer einfällt, pack ihn unten in die Kommentare. Ansonsten danke dir sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!